Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Age of Engineering. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet, auch noch mal ein bisschen was verteilt. Da hinten haben wir jetzt auch ein Portal, also so eine Anker und sowas. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge noch nicht. Es ist auch ein bisschen tatsächlich her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Jetzt nicht mega lange, aber so ein bisschen. Ich habe auch wieder hier bisschen gesammelt, was wir denn so machen wollen. Also, bisschen was habe ich auch vorbereitet. Also, was ich zum Beispiel demnächst machen möchte, ist einfach eigentlich dieses Lonstalite, was halt Witherproof ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, hey, ist ja kein Ding, die Lonstalite Charts, die haben wir echt einiges von da, ne, ist ja kein Ding. Und dann ist mir das hier aufgefallen. Wir brauchen die Reinforced Stones, und das hatten wir ja schon mal festgestellt, das bekommen wir über diesen CF-Powder. Ich habe mal ein paar hergestellt, aber nicht so wahnsinnig viele, ehrlich gesagt. Hier so 45. Ja, also da kriege ich 22 Blöcke oder sowas raus. Das werde ich offline machen, weil die brauchen auch ewig abzubauen. Ich habe meinen Hammer hier ein bisschen verbessert, ein bisschen Redstone raufgepackt. Der hat jetzt die höchste Geschwindigkeit, die er über Redstone haben kann. Ich müsste jetzt halt nur noch mal gucken, ob ich eventuell die Einzelteile des Hammers verbessern kann. Ja, naja. Deswegen hat er auch noch den CF-Powder hier drin. Könnte ich eigentlich. Ich lasse es mal drinnen, damit ich mich das nächste Mal dran erinnere. Wir brauchen Scanner. Und zwar brauchen wir den Scanner von Industrial Craft. Den hier. Okay. So. Ja. Das ein Luminator. Luminator können wir direkt herstellen. Cool. 8 Stück. Wofür brauche ich die denn? Na klar, für den Scanner und für Night Vision Goggles. Das heißt, ich stelle davon jetzt 8 Stück her und brauche davon maximal 3 Stück für Forever? Ach, Mann, ist das doof. Ist das doof. Okay. Es sei denn, uns fliegt irgendwann mal der Dings um die Ohren. So, ich habe mal von den Dingern hier irgendwie ein Stack hergestellt, sodass wir hier ziemlich problemlos welche von den Advanced machen sollen könnten können sollten. Oh, was fehlt denn? Advanced Machine Casing. Okay. Das sollte aber auch keine große Sache sein. Machen wir mal ruhig 2. So. Jetzt aber den Scanner. Voila, wir haben den Scanner. Dann, was ist das nächste? Das nächste ist der Recycler, ne? Genau, Recycler, der da. Da brauchen wir einen Kompressor für. So, der Recycler wandelt, wenn ich das richtig verstanden habe, im Endeffekt andere Sachen, wie zum Beispiel Cobblestone, in Scrap um. Und dieser Scrap wiederum kann dann diesen Mass Fabricator unterstützen. Das heißt, dafür habe ich mal 2 Kompressor vorbereitet, weil ich mir dachte, ne, davon können wir bestimmt mehr als einen brauchen. Wahrscheinlich könnten wir sogar noch viel mehr brauchen, wenn ich es richtig verstanden habe. Für 17 RF Energie, die der Messfabricator bekommt, sollte man einen Recycler haben. Ich will ja da unten was aufbauen, was später wahrscheinlich 420, ach nee, nicht RF, sondern EU natürlich, EU. 420 EU wenigstens bekommt die ganze Zeit. Klar, minus dann das, was natürlich die Recycler abnehmen. Aber das heißt, ich müsste wahrscheinlich da unten irgendwie 20 Recycler hinstellen. Klar, wir werden dann mit Upgrades und sowas arbeiten, damit die schneller arbeiten, weil sonst, das macht gar keinen Sinn. Das macht einfach so gar keinen Sinn. Der Mass Fabricator ist Tier 3, okay. Den haben wir aber schon hergestellt, oder? Ah ne, wir haben die Pattern Chest schon hergestellt, richtig. So unbedingt aufpassen, welche Art die hat. Aber seht ihr, ich hätte die Advanced Circuits gar nicht herstellen müssen. Den Lapotron Crystal, da habe ich auch einen hergestellt, ne? Ja. Aber ich brauche noch ein Advanced Machine Casing, na klasse. Okay, ich brauche natürlich ein Basic, klar. Das ist ja auch so Basic. So, dann haben wir den. Wo war der jetzt? Da, der Mass Fabricator. Zack. So, wir haben den Mass Fabricator. Achievement Energy to Matter. Fantastisch. Dann haben wir den Replicator.
Aber der war noch mal ein bisschen schwieriger. Dafür brauchen wir einen Teleporter. Oha, oha. Vielleicht bauen wir erst mal die anderen Sachen auf. Denn der Replicator, der ist ja erst dann wichtig, wenn wir tatsächlich Sachen herstellen wollen. Und dafür werden wir eh so viel von diesem Yuyu Matter brauchen, dass wir vielleicht erst mal uns angucken, wie wir das da unten aufbauen wollen. So, und zwar dachte ich mir, ich möchte das nicht hier mit reinflechten, sondern ich werde einen extra Generator bauen, der dann diese ganze Yuyu-Meta-Sache versorgt. Das bedeutet, ich werde hier noch einen weiteren Raum ranhauen. Ja, und ehrlich gesagt, damit habe ich hier doch schon mal so ein bisschen begonnen. Das heißt, was wir machen werden, ist hier durchgehen. Aber ihr seht, ich habe den Hammer noch mal ein bisschen aufbereitet, ja. Und das macht sich ganz toll an der Stelle bemerkbar, finde ich. So. Okay, da war ich ein bisschen zu fleißig. Na gut, komm vor. So. Und nochmal hier lang jagen. Oh, das ist so gut, ne? Also das. Aber trotzdem, durch diesen Reinforced Stone komme ich so langsam durch mit dem Hammer, das ist unglaublich. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, ne? In meiner Singleplayer-Welt mal so einen Reaktor zu überlasten. Das ist richtig groß. Also es ist wirklich so bestimmt 30 Felder. Hä? Wieso ist hier. Das verstehe ich jetzt nicht. War ich da zu schnell irgendwie? Möglich. So. Wir werden hier auf jeden Fall auch nochmal mit dem Spawn gucken müssen. Weil das Problem ist, ich kann mir den Spawn der Monster ja hier nicht vernünftig anzeigen lassen, weil ich gehe hier ja nicht nach echter Ausleuchtung, sondern ich gehe davon aus, dass oben halt meine Lampen halt den Spawn verhindern von Immersive Engineering. Und das scheint nicht so richtig perfekt zu klappen. Also vor allem in der Höhle unter uns, da sind immer wieder Monster. Und obwohl ich ja nun mittlerweile da sogar noch mal zusätzlich ausgeleuchtet habe, hier kommt aber tatsächlich nichts, lustigerweise. Also, vielleicht laufen die tatsächlich rüber, spawnen in einem anderen Bereich und laufen rüber. Ich meine, sie haben genug Zeit. Ich stehe hier lang genug rum oftmals. So. Ah, zack, zack, zack. So, du kommst mal mit. Und da rein. So, und dann kommt der hier. Jetzt ist nämlich nochmal Hammer-Time hier. So, die können dann gleich wieder an die Außenwand ran. Das ist eigentlich ganz okay. So, die brauche ich alle. Ja. Warte mal. So. Zack. Okay. Jetzt habe ich genug Platz dabei, um es alles einzusammeln. Allerdings werde ich sowieso gleich nochmal hochgehen und mir den Builderspond holen, damit ich das besser machen kann. So, sehr schön. Hier oben hatte ich irgendwo einen falschen Block rausgenommen, genau. Der müsste nur einmal da sein, der da. So, davon brauche ich allerdings auch noch mal ein paar mehr. Ich brauche sowieso überhaupt noch mal ein paar mehr von den Laboratory Blocks. Aber jetzt bräuchte ich dann erstmal den Chisel von oben. So. Ja, also wie gesagt, Ziel ist es dann jetzt im Endeffekt einfach noch einen weiteren Reaktor zu bauen. Habe ich auch schon ein bisschen vorbereitet, meine ich. So, Sekunde, Laboratory Blöcke. Machen wir mal einen Stack nochmal. So. Ansonsten können wir alles, was ich sonst dabei habe, da rein. Perfekt. Der Chisel. Wo ist der Chisel? Da ist der Chisel. Hier ist der Diamond Wand. Da werden wir uns bald einen neuen machen müssen. Okay. Ja, da unten ist Party los, wie ihr seht.
So, okay, dann erstmal der Wand. So. Kann ich nicht so? So. Habe ich nicht mehr genug Blöcke davon? Nee, mein Wand ist einfach kaputt gegangen. Okay. Das ist aber auch okay. Das, muss ich sagen, ist natürlich die absolute Wohltat von dem, dass ich jetzt nicht hochgehen muss, um mir jetzt meinen Diamond Wand neu machen zu müssen, sondern es direkt hier machen kann. Das ist mega gut. So. Wie ihr seht, wir sind echt fix mit dieser Methode auch. Okay, aber das ist auch wieder kein Problem. Mache ich halt nochmal ein paar Laboratory-Blöcke. Warte mal. Ich habe keinen Bock, die rauszusuchen. So. Laboratory. So, das sollte reichen, denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass das reichen. Ja, wieder dieser blöde Doppelklick auf meiner rechten Maustaste. So, okay. Dann brauchen wir diese Blöcke. Das sind die Medium Tiles und oben brauchen wir dann die Big Tile. So, ihr könnt mal herkommen. So. Medium Tile erstmal. So. Warum war es denn? Large Tile, Medium Tile. Ne, das waren hier, das waren doch Medium Tile. Okay. Medium Tile. Und zwar auf den da. Chisel. Gut. Und. Ne, so. Schafft er die ganze Reihe? Wow. Okay, und jetzt haben wir schon nicht mehr genug. Okay, ich glaube, ich sollte vielleicht doch ein paar mehr von denen machen. So. Mal. Ey, machen wir die Reihe soweit voll. So, das reicht, denke ich mal. So, erstmal. Der. Sollen jetzt alle Medium werden. Zack. Okay, jetzt müsste ich drei Medium haben. Zack, zack. Moment. So, voilà. Damit sind die zu. Habe ich echt keine normalen mehr? Achso, nee. Zack. So. Hier wieder rumspielen. Ach nee, ich habe von denen einfach keine. Das macht tatsächlich Sinn. Das sind nämlich die Large Teile. So, dann chiseln wir. Mal gucken, ob es reicht. Sekunde. Ja, das ist so krass, ne? Wie ich etwa diesen Raum gleich fertig gebaut haben werde. Das ist. Hä? Wieso ging das eben gerade? Ich habe keine Blöcke mehr von denen. Okay, daran liegt Sekunde. Large Tile. Chisel. Und Chisel. So, jetzt sollte ich wieder genug haben. Zack. Fehlt jetzt ein bisschen was. Sekunde, darum kümmere ich mich auch noch. Ich will hier keine Lücken drin haben. Fragt mich nicht warum. Ich mag hier einfach keine Lücke drin haben. So. Und so. Hier drüben hatte ich auch schon zugemacht. Nein. Habe ich echt keine mehr von denen jetzt. Von den normalen. Das schaut so aus. Okay, dann kommt jetzt nochmal der Chisel in Auftrag. Nehmen wir die normalen. Machen Chisel, Chisel, Chisel. Kannst du die nicht alle mal durchchiseln hier?
So, jetzt müssten es alle die gleichen sein. Perfekt. So, damit haben wir den größeren Raum. Ah, hier fehlen noch mal welche. Ah, kann ich jetzt mal sortieren? Ah, guck mal, da sehen wir mal, wie viele wir noch von denen haben. Das sind gar nicht mehr so viele. Okay, ich habe ein bisschen zu viel produziert, aber nicht so schlimm. So, da hatte ich die hier gemacht, ne? Die Small Steel? Sind das die? Nee, die hier habe ich genommen. Okay, dann Schüssel mal einmal und... So nicht. Sekunde. Ah, das war. So. So. Und zack. Eventuell bin ich jetzt am Überlegen, ob ich die Tür vielleicht dann lieber hier in die Mitte setze. Mal gucken. Das werde ich mir dann nochmal einfallen lassen. Jetzt hätte ich ganz gern, sicherheitshalber, leuchte ich hier unten dann doch mal aus. Wäre doch nervig. Wenn auch nicht schlimm, weil Explosion ja ausgeschaltet ist. Ach so. Vor dem Explodieren dieser Maschinen, beziehungsweise auch nicht nur der Maschine selber, sondern auch dem Radiusschaden, den sie dabei macht, schützt die FTB, diese FTB-Radius hier, ne, der hier, der schützt davor gar nicht. Ja, also in meiner Singleplayer-Versuchswelt, das habe ich ja die gleiche Welt genommen und ich habe dann so in etwa in dem Bereich, glaube ich, hier so, ja, habe ich meiner Meinung nach den Reaktor hingestellt, habe den halt hochgehen lassen. Ich habe echt so Krater gehabt, der war irgendwie so total krass. Also, boah. Also zum Glück geht es nicht so leicht. Es geht leicht, aber es dauert halt ein bisschen seine Zeit. Also man hat eigentlich, solange man dabei ist, immer noch die Zeit, die Dinger abzuschalten. Von daher, das geht noch. Also selbst mir ist es tatsächlich letztes Mal passiert, habe ich aus Versehen, halt mit dem Doppelrechtsklick, ne, hier den Overclocker Clocked Heatwand rausgenommen. Es wurde dann ein bisschen nervig, weil natürlich das System hier dann an die Stelle sofort ein Quad-Fuel gelegt hat. Dann habe ich die rausgenommen, habe den Heatwand hingelegt, alles tutti. Aber dann hatte ich hier eine Quad-Fuel, die halt ein bisschen, die halt keine Durability von 20.000 hatte, sondern halt irgendwie 19.097 oder sowas. Hier 19.993. Ja, und da musste ich die hier mit reinlegen, damit der die ja dann reinschmeißt. Die könnte ich jetzt prinzipiell wieder weglöschen, ehrlich gesagt. Weil das Problem ist, er nimmt halt nur die von den Zahlen her passen. Es gibt möglicherweise die Möglichkeit über den Advanced-Modus mit so einem Fuzzy-Mode, müsste das heißen, das zu machen. Aber ja, wegen der einen Sache hatte ich dann keinen Bock auf den Fuzzy-Mode. Ansonsten habe ich jetzt mittlerweile 3 von den Quad-Fuel-Rod-Mox, ja, also mit Plutonium gemachten. Ich benutze die ganz gerne, die haben nur eine Hälfte der Brennzeit und geben genauso viel neues Plutonium wie die anderen Dinger. Und ich habe halt von dem Uranium-238 hier so viel. Also, boah. Ich muss da echt noch ein bisschen was aufbrauchen von. So, eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen was von dem Reinforced Glass, fällt mir dabei ein. Na gut, wollen wir mal gucken, wie wir die Sachen aufbauen. Wir haben hier irgendwo die Pattern Chest. Hier irgendwo, da haben wir die Pattern Chest. Ich sollte vielleicht... Okay, hier wollte ich nicht hin. Ich sollte vielleicht die Ranch... Wie hieß denn diese Ranch, die hier... Ach Quatsch, die haben wir ja sogar unten. Die liegt hier drinnen, ne? Genau, okay, die liegt hier unten drinnen. Weil ich darf das ja... Ach so, eine Sache, die ich mal ohne euch gebaut habe. Ich habe mir mal 20 Upgrades, Speed-Upgrades gemacht. Ja, ich wollte ja sowieso mal welche bauen. Der Aufwand war jetzt nicht so groß. Wir haben ja schon mal Upgrades gemacht. Dafür brauche ich ja das Upgrade-Base und Gold-Ingot und Block of Redstone. Und ich habe hier halt einfach mal mir den Spaß erlaubt, als, da muss ich mir halt keine Sorgen machen anscheinend wegen den roten Punkten hier. So, mache ich auch wieder aus. Habe ich einfach mal den Spaß erlaubt, weil das hier völlig überlaufen war. So mal ein bisschen, XP reinzupacken, weil wenn ich selber die halt in die Hand nehme und hinschmeiße, das dauert halt doch ein bisschen. Und das Ding hier mit 20 Upgrade Packs ist einfach so unglaublich schnell.
Ja, ihr seht das. Das ist so schnell könnte ich das halt niemals machen. Der einfache war halt super langsam, aber der schnelle. Ihr seht das. Das ist so krass eigentlich. Wie schnell der hier die Dinger durchgeht. Er macht jetzt halt Random Slot, weil er kann leider nicht in die Reihen durchgehen. Das finde ich ein bisschen nervig. Er kann nur immer den linken oberen nehmen, was ich voll dumm finde. Der ist halt so schnell, dass ich die XP gar nicht so schnell aufnehmen kann. Deswegen fliegen die hier um mich rum. Ja, so voll geil. Ja. Da fliegen halt hier die ganze Zeit diese blöden XP-Perlen halt um mich rum und machen Sound. Ja. Okay. Ich finde das so irritierend irgendwie. Aber auch irgendwie sehr lustig. So, wir brauchen die Recycler. Ah, im Zusammenhang mit den Recyclern wollte ich auch nochmal was anderes basteln, ehrlich gesagt. Und zwar, wir brauchen später nochmal hier von diesen Dingern, ja, den höchststufigen oder den achtfach compressed oder den neunfach compressed für irgendein, boah, ganz spätere Geschichte. Und, warte mal, compressed. Hier, Quintupel, Tripel, Sextupel, Septupel, Oktupel. Nee, der war es tatsächlich nicht. Der Oktupel, genau. Den brauchen wir für die Creative Vending Upgrade. Unlimited Item Withdrawal, was ich halt super krass finde. Ne? So ein Ding haust du hier einfach rein in das Ding und dann produziert das ab dem Zeitpunkt einfach die Items hier unendlich. Das ist so krass. Also so verstehe ich das halt. Das ist ja mega übel. Also das Ding würde ich halt unbedingt mal bauen. Nur das ist halt ja, ne, ihr seht das, 4,306721 mal 10 hoch 7 Blöcke. Ja, 10 hoch 7, das bedeutet, das sind 40 Millionen Blöcke oder sowas. Und ja, das ist halt wow. Und wir haben jetzt bisher 8 Quintupel und ich hab halt ja die ganze Zeit oben das Ding hier mitlaufen lassen. Das heißt, was wir machen werden, ist mal, wir werden das Ding einfach mal upgraden. Und das geht nämlich anscheinend ziemlich unkompliziert, zumindest mittlerweile für uns. Hier so Iron Ingots und Stone. Wow, wir haben Iron Ingots und Stone her benutzt. Warte mal, bevor ich das jetzt mache, stelle ich mir so einen nochmal her. Haha, ich brauche mal ein bisschen Buckets. Ich habe ein Bucket dabei, ich bräuchte aber noch einen zweiten Bucket. Okay, da habe ich den zweiten Bucket. So, ein Bucket mal hier ran. Und ein Bucket mal hier ran. So, voilà, wir haben die beiden Buckets. So, wo war denn das jetzt? Hier. Das da und das da. Ich hoffe, ich habe alles dabei, was ich brauche. Wahrscheinlich nicht, ne? Das da. Was fehlt mir denn? Cobblestone. Klar, mir fehlt Cobblestone. Vor allem, wenn ich das richtig gesehen habe, Stück, so absolut abstrus. So und was war das in der Mitte? Sunny ist verwirrt. Glas. Okay. Ich habe ein bisschen was im System an Glas. So. Voilà, wir haben Cobblestone Generator. Dann können wir jetzt den upgradeten davon machen. So. Oh, hat das meine Buckets verbraucht? Okay. Dann stelle ich mir mal ein paar Buckets her. Wir haben doch Tin, ja. So, das sollte erstmal reichen. Einen Eimer behalte ich, die anderen kommen wieder ins System.
Laboratory-Blöcke. Ich hab hier sowieso noch welche drin gehabt eigentlich. So. Ich habe noch ein bisschen Reinforced Glass. Das könnte ich eigentlich auch noch mal machen. Ein bisschen Reinforced Glass. Hier mache ich Reinforced Glass. Zack, so. Das sollte reichen. Perfekt. So, dann upgrade ich den mal noch weiter auf die nächste Stufe. So, und geht sogar noch ein höher. Ja, mit Blazes, ne? Also, wäre natürlich anfangs echt nervig gewesen, aber jetzt so. Also, auch nochmal mit Smaragden. Nee. Einfach so immer. So, damit haben wir das Höchste. Every Tick. Also 20 Blöcke bekommen wir jetzt in einer Sekunde, ne? Zack. So, das Ding wird jetzt natürlich wie blöde produzieren. Ich weiß gar nicht, was hatte denn der erste von denen? Achso. So, Cobblestone Generator. Hier, der erste hatte einen Cobblestone alle 2 Sekunden. Jetzt haben wir 20 in einer Sekunde. Ehrlich gesagt, ich sollte vielleicht mal sicherheitshalber das hier und das hier mitnehmen. Nur so sicherheitshalber, weil das Problem ist, ich muss mir da noch was einfallen lassen. Denn denn dieses System hier, ja, ich kann das nicht dafür sorgen, dass die Double automatisch zu Triple werden. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das genau hinkriegen kann, dass die halt automatisch hochgecraftet werden. Das mache ich im Moment halt immer von Hand, wenn der hier langsam droht, voll zu werden. Ich meine, das war er halt noch nie. Jetzt wird es auch noch länger dauern, aber obwohl es jetzt nicht, ehrlich gesagt, nee, es wird sogar schneller, immer noch schneller gehen, weil ich jetzt viel mehr produziere natürlich. So, was hatten wir hier? Drei, okay. Zack. Sieht das gut aus? Ein zweier Gang hier. Reicht uns das? Wie breit ist mein Gang hier drüben? Drei? Drei klingt besser, ehrlich gesagt, ja. So. Allerdings, wie viel habe ich dann hier noch übrig? Ah, das sieht gut aus. So. Okay. So, dann das Reinforced Glass. Gib mal her. Wird sehr ähnlich zu der anderen Seite. Wenn mir auch ein Block aktuell fehlt. Naja, gut. So, das hier kann endlich mal weggenommen werden. Der Mist hier. So, die Löcher, die mache ich jetzt mal, damit ich das werde ich dann mal außerhalb der Folge beheben, diese Löcher hier. So. Einen Block hatte ich jetzt tatsächlich einen echten, genau. So, und der kommt dahin. Okay. So. Vorteil, warum will ich denn zum Beispiel halt diese Yu-Yu-Matter-Geschichte überhaupt machen? Das sind mehrere Sachen. Einmal, ich brauche halt einfach ich brauche das Plutonium, ja. Und dafür hätte ich gerne was, was permanent durchläuft. Und das hier läuft nicht permanent durch. Ich muss hier immer wieder Erze nachschmeißen, damit halt die Erze hier laufen. Und das bedeutet halt, ich muss mich immer wieder einloggen. An sich ist es für mich halt mittlerweile von den Erzmengen her nicht mehr wichtig, das darüber zu machen. Ich bekomme zwar darüber mehr Erze, aber ja, so wie ist es nicht super effektiv, wie ich es mache. Das ist mir bewusst. Man könnte halt mehr aus den Sachen rausholen und das mehr automatisieren. Ich habe aber an vielen Stellen hier so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht so genau wie. Wenn ich sage, hey, verbrauch alle Erze sofort hier unten und schieb sie danach weiter und verbrennen sie dann halt alles, ja, dann muss ich mir irgendwie allerdings eine Hinterhand aufhalten und da habe ich keine Idee wie ich halt an Erze mal rankomme, wenn ich mal Erze zum Craften brauche. Klar, das kommt jetzt nicht oft vor, aber ich habe da einfach nicht so den Bock drauf, das so richtig vorzubereiten, muss ich zugeben. Und ja, dementsprechend habe ich mir gedacht, ich mache das im Moment noch so. Und oben werde ich mir dann demnächst wahrscheinlich, ich werde mir wahrscheinlich nochmal so eine große Chest machen, eine auf Stufe 3.
Und dann kommt hier eine hin wahrscheinlich. Und dann kann ich da immer die Erze reinschmeißen und die durchackern lassen. Und ich habe hier sowieso schon zwei Crusher stehen. Da werden wir dann auch nochmal einen Double Crusher machen. Aber das muss nicht jetzt sein. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier drüben. Ich hätte gerne noch einen weiteren Reaktor. Den werden wir jetzt nicht equippen. Also wir werden jetzt nur so. Zack. Achso, hier, den hier. So. Zack. Und jetzt das dahin. Ich werde den zwar so aufbauen, aber nicht mit den Innereien. Die werden sowieso nochmal anders aussehen als bei dem anderen. Wie gesagt, ich möchte hier den 420er bauen. Ja. Und wahrscheinlich. Naja, doch, wahrscheinlich werde ich das einfach über die Goldkabel machen. Hier drüben. Vielleicht, ja, ich werde es mir nochmal angucken, aber ich denke, ich werde das erstmal so machen. Später, es gibt noch wohl eine Variante, die mit Wasser gekühlt wird und viel mehr Energie wohl produzieren kann. Abstrus viel Energie wohl. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, war die Rede von 15.000 EU pro Tick. Ja, also im Moment machen wir bei dem hier drüben 360. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn wir das machen, was das für aber auch für ein Ding sein muss. Also ich gehe mal davon aus, Industrial Craft macht ja viel, geht ja viel in die Richtung, du kriegst die Power, aber du musst halt auch dafür zahlen entsprechend. Da bin ich mal gespannt, wie das Ding dann aussehen wird. Ne? So, bei wie vielen Minuten sind wir denn? 31. Ich würde gerne noch die Maschinen aufstellen. Gut, also ich würde sagen halt, ich würde die Recycler. Ich würde gern halt ja, wie mache ich das denn am günstigsten? Also der Punkt ist natürlich, wir werden die. Wir haben hier keine Kabel mehr, ne? Sekunde mal. Cable. Wir haben hier noch ein paar Goldkabel. Wir könnten die hier nochmal. Zack. So, da habe ich jetzt auf jeden Fall genug. So. Ich werde das wieder ähnlich machen, wie ich das auch auf der anderen Seite gemacht habe. Das heißt, so. Dann kommt hier ein, wie heißen die? MFE hin. Hier ein, und dazwischen auch wieder einer. Es ist nicht wichtig, ich weiß überhaupt. Ich mach's halt. So. Und jetzt habe ich nämlich zum Beispiel das Problem, ich muss auf jeden Fall zu dem Meth Fabricator. Das war der, ne? Der Meth Fabricator, der muss den Scrap kriegen, den die Recycler machen. Und die Recycler müssen wiederum den Cobblestone kriegen, den der Cobblestone Generator macht. Und ja, das heißt, das wird wahrscheinlich eine nicht ganz so hübsche Bauweise. Allerdings ist das hier drüben ja auch nicht unbedingt jetzt die Schönheit in Persona. Gut, ich werde das einfach am Boden lang machen. Ja. Oder werde ich das, ganz ehrlich, ist ja egal. Der Nachteil ist halt. Dann kann ich hier nicht nach oben. Gut, wir können ja rechts. Ja, ich denke, das geht so. Passt auf. Und zwar werde ich das so machen. Ich möchte halt vorbereiten, dass ich später das Ganze noch ein bisschen vergrößern kann. So, dann kommen hier die Recycler hin. Dann kommt der Cobblestone Generator. Kommt hier hin. So. Habe ich gerade einen Cobblestone rausgenommen? War das das? Ja, das ist schon voll, ne? 64. So, dann werde ich einfach mit Ender-IO-Leitung hier den Cobblestone reinpacken. Ja, hier rüber. Dann werde ich den Scrap einfach mit Ender-IO-Leitung rausziehen und hier hinten in eine UU-Meta-Leitung
also in Mess Fabricator reinleiten. Der wird dann einfach hier stehen. Der Mess Fabricator. Und der wird sein Zeug hier an den an den Replicator abgeben. Der Replicator, der müsste dann ja eigentlich hier stehen. Ja. Mache ich das am günstigsten? So und so. Dann kommt hier der, das ist der Mass Fabricator. Der gibt dann nach hinten vielleicht an den Replicator raus. Der Replicator, er nimmt seine Sachen aus der Pattern Storage. Okay, ich muss das. Ich muss halt gucken, wer an wen angrenzen muss, ne? Also gut, das hier müsste ja gar nicht angrenzen. Warte mal, ich stelle den nochmal um. Bei dem wäre es ja gar nicht so wichtig, weil den kann ich ja, was der rausgibt, das kann ich ja auch über eine einfach über eine stinknormale Ender.io Fluid-Leitung. Wo ist der Mess Fabricator hin? Da ist er. Ah, stell ich mal hier hin. So. Hätte ich auch einfach stehen lassen können, ne? So blöd. So, und dann kommen hier hinten. Das kann dann hier rüber geliefert werden. Und dann kommt hier der Pattern Storage hin. Hier der Scanner. Und hier dann der Replicator. Und dann kann ich hier nämlich eine ganze Reihe kann der nämlich auch hier bleiben. So. Dann kann hier eine ganze Reihe von Replicatoren hin, die das Ding dann halt versorgen mit Scrap. Und im Notfall könnte ich hier drüben auf der anderen Seite noch was machen. Und wenn ich feststelle, dass ich immer noch zu viel Energie habe, na dann könnte ich hier halt auch noch nach oben bauen, beziehungsweise halt, also auf der anderen Seite halt erst und dann noch nach oben und dann gucken wir mal. Also dann werden wir ja irgendwann mal die Sache gewuppt kriegen. Worauf ich jetzt unbedingt noch achten muss, ist, welches Tier die haben, ne? Also das ist, huch, ich habe einen ganz heftigen Freeze gerade. Sekunde. Hallo? Spiel? Hallo? Okay, jetzt habe ich sogar den Ring des Todes gerade. Den großen Microsoft-Ring. Irgendwas geht gerade schief. Na gut, wir sind sowieso bei 37 Minuten. Oh, da sind wir wieder. Keine Ahnung, was das war. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ich baue die MFE, baue das auf und zusammen nehmen wir es aber dann in Betrieb. Gut, dann heißt das jetzt erstmal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao, euer Sunny.